Seit 20 Jahren ist Friseurmeisterin Eva selbstständig mit ihrem eigenen Salon. Den Friseurladen würde ich ja nie zumachen. Das ist so ein kleines Baby von mir. Wegen Corona musste Eva ihren Laden für mehrere Monate schließen und verlor ihre Haupteinnahmequelle. Sie machte aus der Not eine Tugend und begann damit, zunächst Retouren bei eBay zu verkaufen. Mit Erfolg. Heute ist sie stolze Besitzerin eines Postenhandels. Und der Postenhandel ist ja mein zweites Baby. Mittlerweile ist Eva seit über 2 Jahren im Retourengeschäft. Immer an ihrer Seite Ehemann Thorsten. Ah, ja, hallo Schatz. Hallo Schatz. Angefangen haben wir in einer 3-Zimmer-Wohnung, 80 Quadratmeter. Und jetzt sind wir umgestiegen auf über 600 Quadratmeter. Ich finde Nachhaltigkeit sehr wichtig. Und unser Ziel ist jeden Tag ein LKW mit Ware. Wir haben über 5000 verschiedene Produkte, Haushaltsware, Deko, Werkzeug, alles, was das Herz begehrt. In die zweite Staffel gehe ich damit, dass ich nicht mehr der Newcomer bin. Im Prinzip werde ich auf alles bieten, egal was jetzt kommt. Man kann mit allem Geld machen. Als Händler, da musst du schon zusehen, dass du auf dein Geld guckst. Da musst du abgezockt sein. Ich habe ein Gespür für gute Ware. Die anderen Händler sollten mir nicht in die Quere kommen. Die nächste Palette ist in den Startlöchern. Und in den Startlöchern bist auch du, Kostandinos. Du hast uns wieder eine Palette mitgebracht. Mit was für Artikeln? Eine wunderschöne Palette. Das Thema ist Haushalt. Unter der Box wartet eine Palette voll mit elektronischen Haushaltsgeräten. Diese werden besonders häufig zurückgeschickt. Jeder dritte Artikel davon wird retourniert. Wir haben 36 Artikel auf der Palette. Gewicht 187 Kilo. ABC-Ware? Ungeprüfte Retouren dieses Mal. Ungeprüfte Retouren. Das lässt uns immer ein bisschen hellhörig werden. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, dass da auch defekte Geräte mit dabei sein können, etc. Wenn es um ungeprüfte Retouren geht, ist das Ganze halt ziemlich spannend, weil sich halt doch ein Schatz verbergen kann. Nochmal kurz für alle die Spielregeln. Ich lasse die rote Box gleich hochfahren. Darunter befindet sich eine Palette voller Retouren. Auf mein Kommando dürft ihr los. Bitte achtet auf die gelbe Markierung, die dürft ihr nicht übertreten. Wie immer gilt für euch nur gucken und nichts anfassen. Und wenn das Signal ertönt, habt ihr noch 30 Sekunden Zeit, euch die Palette näher anzuschauen. Gut, dann, Kostandinos, machen wir den Weg frei. Ich glaub so. Schwer ist dir ja auch nicht wirklich, ne? Ein Zehen. Ich habe ein Zeh gesehen. Und Konstantinos hat uns ja gesagt, ungeprüfte Ware. Und das läuft dann so ab, der Kram kommt als Retoure zurück und dann wird eine Sichtprüfung gemacht. Und wenn das gleich so schrottig aussieht, dann wird da gar nicht mehr geprüft, weil das kostet ja nur Geld. Man ist immer neugierig. Das kann sich ja auch in solchen schönen, netten Kartons, die so verpackt sind, kann sich auch was Gutes auch drin befinden. Ich habe sofort gesehen, die Art und Weise, wie diese Kartons gepackt waren, wie die gestapelt sind auf der Palette an sich, wie die mehrfach überklebt sind. Diese Palette hat mich von Anfang an nicht überzeugt. Also ich habe wirklich überlegt, nicht mal rumzugehen. So. Ungeprüft. Retourenjäger. An die Palette. Fertig. Los. Beim Anschauen der Box war für uns eigentlich schon klar, ach du Scheiße, das ist, das kann nicht gut gehen. Man hat ein paar Kartons gesehen, die sowas hätten sein können. Da kann sich natürlich auch ein Schatz verbergen unter ungeprüften Retouren. Von dem, was wir gesehen haben, selbst wenn das Neuware gewesen wäre, wäre das jetzt nicht so der Burner. Ihr habt's gehört. Jetzt sind's nur noch 30 Sekunden.
Für diese Palette haben wir 410 Euro ausgegeben. Wenn wir unser Geld zurückholen können, dann wäre ich glücklich. Und? Was Schönes gesehen? Ich bin nicht überzeugt von der Palette, muss ich ehrlich sagen. Nein. Okay. Möchte jemand die Auktion beginnen? Dann 50 Euro. Ja, 50 Euro. 50 Euro. Franzi und Stefan fangen an mit 50 Euro. 50 Euro, wer bietet mehr? Jetzt komm, das muss ein bisschen Saki-Rabotti hier gehen. Ja gut, 100 komm, ist das genau. Ja auch noch. 100, 100, 150. 150. Oh. 200. 200, wunderbar. Alex, du bist ja nicht interessiert, ich lasse dich jetzt mal komplett raus. 250. Ach nee. Damit die anderen nicht so doll weinen müssen bei deinem Sohn. Ja, genau. Ich habe 250 geboten. Ich muss ehrlich sagen, ich war selbst von denen nicht überzeugt. Aber es ist eigentlich immer so, irgendwas findet sich immer mal auf einer Palette. 250 von Alex. Derzeit Höchstbietender, wer bietet mehr? Hanno? 300. 300. Wer gibt mehr als 300? Sagen wir mal 320. 320 von Evelyn. Eva. 350, ja. 350. Also, wer bietet mehr als 350 Euronen? 350 zum ersten. 350 zum zweiten. 360. 360 zum ersten. 360 Euro, da können wir auf jeden Fall mitgehen. 10 Euro Stück. Irgendwie holen wir die Kohle da wieder raus. Drei siebzig zum ersten. 400. 400 von Hanno. Das ist hier aber wieder zu meinem Sohn, ne? 400 Euro. Bei 400 ist okay. Eva, ja. was sagst du? Ja, 410, aber ich sage, bei 400 ist okay und du bietest 410? Ja, 410 ist auch noch okay. Ich wollte sie haben. Mich hat sie interessiert, dass der Goldschatz da drin ist. Vielleicht hat sie was anderes gesehen wie wir. Die Hoffnung stirbt zuletzt. 410 zum ersten. 410 zum zweiten. Evelyn. Hanno. Alex. Nee. Nix. 400 war unsere Grenze. 410 an Eva verkauft. Herzlichen Glückwunsch. 410 Euro? Was hast du denn so Tolles gesehen, was dich interessiert hat? Nein, es waren schon interessante Sachen auch mit bei, wo ich ja hoffe, dass die wirklich in Ordnung sind. Und wenn da jetzt Kleinigkeiten kaputt sind, die kann man immer noch selber reparieren. Ansonsten kann man ja immer noch gucken, ja. Gut, dann gucken wir mal, ob du dein Geld jetzt zum Fenster rausgeschmissen hast oder ob sich diese Investition hier gelohnt hat. Eine ziemlich hohe Palette für 410 Euro hat Eva jetzt hier ersteigert. Da bitte. Stellt schon mal ein bisschen was runter. Vorsicht. Den ganz großen kannst du mir mal bringen, bitte. Ja, warte. Da stelle ich dir hin, Panayota. Also den finde ich total interessant. Stellt euch mal vor, ihr bekommt diesen Karton. Der ist bestimmt 30 Mal noch mal neu wieder verwertet worden, oder? Das nenne ich mal nachhaltig. Also wer das verschickt hat mit so viel Zeitungs... Oh, ja. Lass es drin, das ist kaputt. Es ist nur Glas, passt da nicht rein, passt da nicht rein. Alles da, Glas überall. Kaputt. Pack wieder rein. Ei. Ach je. Beim Abpacken war dann ganz klar Katastrophe. Das habe ich ja noch nie gesehen. Von der Mikrowelle, das Glas ist gesprungen. Ach du Scheiße. Isa, wenn das jetzt so weitergeht, dann würdest du am liebsten dich jetzt umdrehen und dir selber im Hintern beißen.
Wie kriegt man dafür noch Eva? Gar nichts, schenke ich Alex. Willst du einen Glaswasserkocher haben? Also der ist bestimmt noch heile. Bei dir klappert es ein bisschen im Karton. Ich nehme an, das brauchen wir nicht öffnen. Ein defekter Wasserkocher, 0 Euro. Boah, Eva, hoffentlich geht das nicht so weiter. Jetzt schwitze ich. Jetzt ist mir warm. Ich habe hier noch einmal einen Karton der Unverschämtheiten, so nenne ich den mal. Mm. Oh, lass drin. Guck mal raus, bitte. Oh. Eieiei. Sehr gut. Also, das ist unverschämt. Das war mal ein Raclette. Das ist ein Raclette noch mit dem Käserest dran, ne? Das stinkt wie meine alten Knieschoner vom Handball. Ganz im Ernst, Leute, wer schickt denn sowas zurück? Ich möchte nicht wissen, wie viele LKWs jeden Tag durch Deutschland fahren, weil die Leute sich nicht benehmen wie Erwachsene. Weil die sich benehmen wie die Axt im Walde. Denn viele Kunden geben benutzte, verdreckte oder defekte Waren zurück. Und besonders die großen Online-Händler nehmen diese Retouren in vielen Fällen wieder an. 2021 haben allein wir Deutsche jeden vierten gekauften Artikel wieder zurückgeschickt. 1,3 Milliarden Produkte wurden damit an die Versender retourniert. Um eine teure Prüfung und Aufarbeitung zu umgehen, werden die Waren von den Unternehmen einfach palettenweise an Großhändler verkauft. Ungesehen und ungeprüft. Zurück zum Retourendrama von Eva. Eva, was ist denn hier los mit deiner Palette? Aber da in der Mitte sind doch noch ein paar Sachen, die noch gut aussehen. Schlimmer kann eben enden. Ja. Ich habe schon immer wieder so Ausschau gehalten, okay, was könnte hier irgendwie heile sein, dass man der Eva irgendwie so ein bisschen Mut gibt. Auch noch ein Staubsauger. Sollen wir mal gucken, ob der funzt? Oh, der klappt aber. Klingt aber nicht gut. Der zieht aber auch. Der noch saugt, gut. Ja. Oh. Kannst du den noch verkaufen? Ja. Ja? Wie viel kriegst du dafür? Und wenn du da auch einen 20er für nimmst, ja. Da wird sich schon irgendeiner drüber freuen, der nicht so viel Geld hat. Oh, warte mal kurz. Riechst du das? Das riecht nach Hund. Hier riecht alles nach Hund, Leute. Oh. Kennt ihr das, wenn man nasse Hundehaare saugt? Das riecht dann so nach vergammelten Käse-Taco-Chips. Ja. Das ist genau das, was eigentlich nicht, also niemand will. Das ist halt, ja, das gönne ich auch niemanden, weil das halt wirklich eine schwierige Geschichte ist, da überhaupt wieder irgendwo Geld rauszuholen aus den Artikeln. Leute, wie fühlt ihr euch, wenn da so jemand so richtig doll daneben gegriffen hat? Erleichtert. Erleichtert? Erleichtert. Es tut mir wirklich leid für Eva, weil das hat sie echt Pech gehabt. Eva, tut mir da echt leid, aber besser sie als ich. Bist du ein bisschen schlecht gelaunt? Nö. Man kann nicht immer Glück haben im Leben. Ja, einen muss es ja treffen. Sag mal, gibt's hier auch mal was Gutes? Ja, der Karton sieht gut aus. Das hier. Okay. Guck mal. Fenstersauger ist ein gutes Produkt, wirklich? Was kriegt man denn dafür, Eva? 20? 30er? 30 Euro. Ja, ja. Also, guck mal, hier ist noch was Gutes. Ein gutes Bügeleisen mit Markenware. Mach doch mal auf, Eva. Irgendwas muss doch hier mal ganz sein. Also, das ist Markenware, ne? Mhm. Das ist neu. Das ist nagelneu. Guck mal. Ja. Endlich mal. Bitte Applaus, wir haben was gefunden. Eva, ich freue mich. So, und jetzt räumen wir das Feld von hinten auf. Was kriegt man für so ein Bügeleisen? Ach, 9,99 € und dann ist gut, ja. Das Ding sieht auch gut aus. Eva, das Raclette sieht zumindest neuwertig aus. Das sieht neu aus, sind die Platten dabei? Ja. Guck mal, ein ganzes Raclette, das ist auch was Gutes. Was kriegt man denn für so ein Raclette, Leute? Ich bin ja ganz froh, dass da kein Käse drauf ist. 69 Euro kannst du mit Schimpf verkaufen, ja. Aber die Eva hat sich echt tapfer geschlagen. Ich habe die echt ein bisschen bewundert, wie gut die das weggesteckt hat und immer noch mal was aufgemacht und dann immer so noch eben. Ist das doch. Ja. Oh. Also ein klein bisschen habe ich gehofft, dass da noch so ein kleiner Schatz versteckt ist, ja, der leider nicht kam. Du hast 410 Euro ausgegeben für einen Haufen Schrott. Schrott. Ja, können wir ruhig mal so festhalten. Das war definitiv eine Schrottpalette. Das war einfach Mist. Was macht denn hier der Rest? Was denkst du, kriegst du?
Wenn du noch, wo weiß ich, was 100, 200 Euro rauskriegst, dann bist du glücklicher. Ja? Dann bist du richtig glücklich. Ja. Ja. Natürlich ärgere ich mich, dass ich da jetzt 410 Euro verpulvert habe. Ja. Die hätte man auch viel schöner in einer anderen Palette investieren können. Ja. Hat Eva aber nicht. Die zweite Palette des Tages entpuppt sich für die gelernte Friseurin als echte Niete. Unterm Strich macht sie einen Verlust von 260 Euro. Es bleiben ihr heute aber noch 4 weitere Chancen auf eine Gewinnerpalette. Es kann nur besser werden, sagen wir mal, wie es ist. Ja. Ja? Für euch alle, ihr könnt euch jetzt erstmal mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn abwischen und sagen, Gott sei Dank bin ich hier nicht neben der Panayota jetzt. Ich denke mal, das war ja so ein Dämpfer, den wirst du so schnell nicht vergessen. Ich schätze mal, die wird jetzt langsam auch ein bisschen vorsichtiger sein. Es ist noch nicht alles vorbei und irgendwann stehe ich da und bin dann am Lachen und denk mir, ja, doch, wer zuletzt lacht, lacht am besten, ne? Die nächste Palette wartet auf euch. Vielleicht habt ihr Glück und da ist diesmal ein Schatz drauf. Wir gehen mal rüber zur nächsten Palette. Aber Alex, du Schlitzohr, ich habe eben schon... Ich hab's allen gesagt, also es kann sich keiner beschweren. Ja, aber das heißt ja nichts, du bist ja auch so ein Taktiker. Manchmal sagst du das ja auch nur, damit die Leute dich bieten. Und manchmal bin ich auch einfach nur nett.